Willkommen zurück. Wie prophezeit, die Karten, die ich in diesem Gebäude hier bekomme, die Karte für den kompletten Skellige-Satz, da komme ich jetzt noch nicht ran, weil dann muss ich das Turnier spielen. Das möchte ich jetzt aber noch nicht machen, denn ich habe ja hier noch 1, 2, 3 Matches offen. Damit hätte ich 16, 17, 18 Skellige-Karten, mit denen ich ins Turnier gehen kann. Die letzte, die gibt es dann wohl während dem Turnier. Okay, ich würde allerdings tatsächlich gerne kurz mit Regis sprechen, um mal zu sehen, was sich da tut. Weil ich jetzt nicht nonstop Gwent mache, bis dieses Turnier gewonnen ist. Da haben wir, glaube ich, alle keinen Spaß. Und zumindest diese Lacajou-Fou-Quest kann man ja ruhig auch mal beenden. Ne? Am Friedhof. Und dann mal sehen, was sich da so tut. Es sind schon noch einige Spielstunden, also das mit den Schatten, das ist echt komisch. Schon noch einige Spielstunden vor uns, deswegen machen wir jetzt einmal das. Schauen, was sich in der Story denn da so tut und das Turnier bzw. die einzelnen Gwent-Karten, die hole ich mir dann zwischendurch irgendwie noch. Ich glaube, das ist Abwechslung genug. Wir haben ja immerhin keine Nebenquests mehr, die uns noch aufhalten auf dem Weg zum Ende der Story. Kann mir allerdings vorstellen, dass mir das Spiel noch einige entgegenwirft während der Geschichte. Und wenn, dann ist es so. Auch kein Problem damit. Ich spiele das ja gern. Aber bevor wir jetzt irgendwie die Folgen nur Gwent machen, weil das Turnier sicherlich schwierig wird, können wir ja zumindest mal auf dem Friedhof schauen, was wir eigentlich sonst noch so tun müssen, damit wir hier in der Story mal vorankommen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal Story gespielt habe. Es ist schon echt wahrscheinlich ein halbes Jahr her. Okay. Kann ich da nicht die Abkürzung nehmen irgendwie zu dem Friedhof? Ein Fleckenwicht war ja wichtig. In dieser Quest, soweit weiß ich noch. War das die mit den Löffeln zufällig? Da ist er, guter alter Freund. Tag. Ah, there you are. Might we set off for Tesha Mudna now? Oh ja. See no reason to dawdle. Tesha Mudna, take me there. In a moment. Just one last thing. What was that? Blood. Oh, the last favor the Raven did me. I've also taken some Sanguarium, a solution that sharpens one's sense of smell. One drop of blood shall smell like a gallant to me now. You crazy? You're a recovering addict. Your outrage warms my heart, Geralt. But you must remain calm. I have no choice. As things stand, the die is cast. High time we set off for Tesha Mudna. My head's spinning already, and you're starting to smell quite tasty. And you're starting to scare me. We have arrived. The sacrificial chamber of torture and torment lies underground. Sure you know what you're doing? I can only hope I do. Please, let's go. The longer we delay, the less control I shall have of my faculties. I'd really prefer not to hurt you. You lead.
Skervers must be getting close to their feeding ground. Correct. I told you there'd be danger. Beyond this wall lies... an ancient vampire dungeon. Seen a lot of things in my time. Nothing quite like this, though. My, I feel honored. A man with such a wealth of experience, yet I'm about to show him something new. Now, to open it. How the hell? It's an ancient form of protection against unwanted guests. The mechanism which releases the latch reacts only to a higher vampire's blood. Tricky mechanisms, a vampire hideout. Fortified, secured. Must have been important to your species once, Toussaint. Ja, sag mal, kannst du vielleicht mal die Fackel nehmen? It shall always be so. During the conjunction, the gate from our world into this one opened upon this land and no other. This was the first place we saw. Human husbandry and care? This for real? The author observed humans, their behavior, over the many years he spent breeding them. Morally suspect though it may be, it's a thorough survey of the topic. Champion von Teshamutna. Ich bin der Diener des Stammes. Erhaben über die Menschen künde ich von ihrer Schwäche. Erhoben über sie bin ich der Hüter der Herde. Voll der Stärke richte ich das Schwert gegen die Feinde des Stammes. Bin Herr und Knecht zugleich. Bin der ausgeübte Wille des Stammes. Ich akzeptiere dieses Schwert und diese Rüstung, auf dass ich dem Stamm dienen kann. Menschenhaltung und Pflege. Bei der Menschenhaltung kommt es darauf an, Bedingungen zu schaffen, die auf der einen Seite das Überleben der Herde sicherstellen, auf der anderen Seite aber das zum Überleben nötige Minimum nicht zu sehr übertreffen. Dabei gilt es stets zu bedenken, dass Menschen über eine hohe Intelligenz verfügen, oder nennen wir es Schläue und Instinkte, die es ihnen erlauben, ihre Umgebung so weit wie möglich für sich zu nutzen. Für die Haltung heißt dies, dass Menschen immer versuchen, mehr aus dem zu machen, was man ihnen gibt. Aus diesem Grund sei empfohlen, jedem von ihnen einen Schlafplatz, zwei Mahlzeiten am Tag und ununterbrochenen Zugang zu Trinkwasser bereitzustellen. Diese Bedingungen, die vielleicht manchen übermäßig großzügig erscheinen, sorgen für eine optimale Produktion hochwertigen Hämoglobins. Nähere Informationen zur Ernährung folgen in späteren Kapiteln. Ebenfalls entscheidend ist der ständige Zugang zur Atemluft, ohne die Menschen innerhalb weniger Minuten sterben. Es ist nicht notwendig, sich Gedanken darüber zu machen, ob die gezüchteten Menschen die oben genannten Dinge vervielfachen. Wenn man ihnen ein Existenzminimum bietet und Männchen und Weibchen miteinander mischt, werden sie sich zwangsläufig fortpflanzen, auch in Gefangenschaft. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es einen Denkansatz gibt, der besagt, man solle Zuchtmenschen mehr Freiheit und Pflege zukommen lassen, was auch bessere Nahrung und eine gewisse Freizügigkeit einschließt. Angeblich sorgt das für eine höhere Konzentration nährstoffreicher Bestandteile im Blut, sodass es besser schmeckt. Allerdings sollte nicht unerwähnt bleiben, dass diese Art der Haltung weitaus schwieriger ist und emotionale Bindungen erfordert, auf die wir in den folgenden Kapiteln näher eingehen werden. Na, herzlichen Dank. This place. There's evil here. Death hangs in the air. Yes. Great many beings have breathed their last here. Your kind assembled a peculiar little library. Indeed, though I personally did not lay a hand to it. Menschenhaltung, Freilufthaltung und Käfighaltung im Vergleich, das würde ich jetzt tatsächlich dann doch noch gerne lesen. Habe ich es natürlich wieder weggetan. Ach. Wenn man es nicht immer gleich liest, wollte ich den Dialog erst noch fertig hören. So ist ja kein Questgegenstand, ne?
In den letzten Jahrzehnten sind viele von uns zu der Ansicht gelangt, dass man weitaus effektiver an hochwertiges Menschenblut kommt, wenn man statt Jagd auf Menschen zu machen, diese systematisch und kontrolliert züchten würde. Abseits der offensichtlichen Vorteile eines solchen Vorgehens, wie die Kontrolle über die Nahrungsmittel und die Möglichkeit, bestimmte Menschen miteinander zu kreuzen, um Abkömmlinge mit bestmöglichem Hämoglobin zu erhalten, liegt ein weiterer eindeutiger Vorteil der Menschenhaltung darin, dass Menschen in Gefangenschaft weniger aggressiv sind als in ihrer natürlichen Umgebung, also in Dörfern und Städten, und daher auch weniger Probleme bereiten. Es gibt verschiedene Ansätze für die Haltung von Menschen, von denen zwei in letzter Zeit am weitesten verbreitet sind, die Käfighaltung und die Freilandhaltung. Diese Abhandlung beleuchtet die jeweiligen Vor- und Nachteile dieser beiden Haltungsmethoden sowie die jeweils erforderlichen Maßnahmen. Zur Einführung sollen zunächst die grundlegenden Unterschiede zwischen beiden Methoden dargelegt werden. Bei der Käfighaltung, eine detaillierte Beschreibung findet sich in dem Buch Menschenhaltung und Pflege, werden mehrere männliche und weibliche Exemplare in einem geschlossenen, beengten Bereich gehalten, wo sie permanenten Zugang zu Luft und Nahrung und Wasser haben. Diese Zuchtform unterscheidet sich von der Freilandhaltung darin, dass es den Menschen nicht gestattet ist, den Zuchtbereich zu verlassen und dass sie ihr gesamtes Leben lang in Gefangenschaft verbringen. Bei der Freilandhaltung dagegen belässt man die Exemplare in ihrer natürlichen Umgebung oder erschafft eine Umgebung, die dieser natürlichen Umgebung nahe kommt. Man erschafft also Dörfer, mehr dazu im Kapitel Menschendörfer, Aufbau und Pflege einer Herde, und erzeugt dann eine psychologische oder physische Abhängigkeit von ihrem Besitzer. Die effektivste Methode, einen Menschen abhängig zu machen, sind die Garantie von Sicherheit und der permanente Zugang zu hochwertiger Nahrung. Dazu ist anzumerken, dass ein Mensch, der seinem Besitzer vertraut, keine Angst verspürt und sich nicht verteidigt, wenn sein Blut getrunken wird. Auf diese Weise wird die Produktion von Noradrenalin und Cortisol verringert, die den Geschmack des Blutes negativ beeinflussen. Darüber hinaus kann es vorkommen, dass ein in Freilandhaltung domestizierter Mensch ein gewisses Vergnügen verspürt, wenn sein Besitzer von seinem Blut trinkt. Vermutlich aus sexueller Erregung, was einen noch intensiveren Blutgeschmack bewirkt. Mal abgesehen von dem Bluttrinken, setzt mal Nutztier oder Tier da ein, wo Mensch stand, und dann kann man drüber nachdenken. Cells, who for? Ah, disgraceful. Excruciating me so, this particular page from my history. Wie cool so Käfighaltung ist. I'd rather not summon the demons of the past if it's... Glyphs are carved into the rock. Coated with blood used to be. They mean something? They're emblems. Symbols of... well, what you would call tribes. Dispersed throughout the world after the conjunction. Notizen eines Gefangenen. Ich nahm ein Pergamentstück an mich, das eins der Monster verloren hatte. Außerdem habe ich ein Kohlestück. Ich würde ja mit meinem Blut schreiben, aber das ist so gut wie alle. Mir ist kalt. Jeden dritten Tag kommen sie und öffnen mir die Venen, wonach ich mich nicht bewegen kann. So geht das nicht mehr weiter. Aus den anderen Käfigen höre ich das entsetzte Geschrei. Wäre ich stark genug, würde ich mir den Kopf an den Gitterstäben zerschmettern. Hoffentlich ist es bald vorbei. Alois im Nebenkäfig ist gestern gestorben. Sie haben ihr Tod getrunken. Offenbar ärgert sie das, denn ich habe sie in ihrer seltsamen Sprache streiten hören. Heute früh haben sie neue Menschen gebracht. Man könnte sagen, es ist Frischblutnachschub eingetroffen. Die Leute haben keine Ahnung, was sie erwartet. Mein einziger Trost ist es, dass ich es schon weiß und den Schrecken, als sie das erste Mal zu mir kamen, nicht noch einmal erleben muss. Ich wusste nicht, was sie vorhatten, bis sie ihre glänzenden Instrumente rauszogen. So ein schönes Metall habe ich noch nie gesehen. Mein Blut glänzte violett-silbrig daran. Immerhin haben sie ihnen die Wertsachen nicht genommen. Whose is this glyph? Amaran. They ventured beyond the sea. What's this symbol mean? It's the symbol of the Tadet. Those who went east, beyond the Blue Mountains. Whose is this glyph? Amaran. They ventured beyond the sea. Ob da wohl ein Rätsel dahinter steckt mit diesen Glyphen? Charming place. But what are all those cages for? Mentioned one vampire being kept here. Yes, well, you see, humanitarians is something my ancestors were not. They concluded Kagmar would best be punished if he were tormented with the scent of blood he could not taste. Thus, they also kept humans here. Humans whose blood they slowly let. Kagmar ranted and raged in pain as those humans slowly bled to death. They treated them like livestock, live bait.
I'd like to be able to turn back time, deny it, but alas, I can do neither. Feel shame for my brethren. That is all I can do. Don't take it so hard. Nothing you could have done about it. Let's get to work. Well, that was awkward. Fine. I prepared the bait. Please be so kind and place it, ideally at the tunnel entrances. The Zen will spread most effectively then. Place the bait at the tunnel entrances. Monsters will catch its scent more quickly. When I think how these tunnels got here, send shivers. It was the natural order of things. The place reeked of death and it attracted necrophages. Ach, soll ich das hier weg? War dann erstmal. Three done, one left. Think this'll work? I certainly hope so. The meat stench is so thick, I wager it carries clear to Novigrad. Ich weiß gar nicht mehr, was die hier genau wollen. Aber wir werden es erfahren. I shall enter the cage. You must chain me inside. The bars are made of an alloy that will prevent me from transforming into mist. Kind of thought you wouldn't want to. I shall be in great pain. My sole thought being to stop that pain. I cannot know what I will do. We must hurry. The beasts have caught the scent. Also, my head started spinning. That the blood? Someone who's never experienced a vampire's bloodlust does not know the true meaning of thirst. Safe word. You know, something you'll say when you can't take it anymore. Platze. Kennen wir die schon? Ach, das sind die. Okay, also Nekrophagenöl. It is. Würde allerdings sagen, diesen Kampf gucken wir uns dann erst in der nächsten Folge an. Weil danach geht's bestimmt spannend weiter. Bis dann.